Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung, 19-5467. Das Gesetz wird eingebracht vom Kollegen Gerhard Merz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Beste kommt zum Schluss. Mit großer Freude und, ich darf sagen, auch mit einem gewissen Stolz legt Ihnen die SPD-Fraktion heute einen Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung vor. Mit diesem Gesetzentwurf verfolgen wir vier große Ziele. Erstens. Wir wollen die vollständige Gebührenbefreiung für alle Kinder, unabhängig vom Alter und von der Betreuungszeit. Das heißt, auch für die Kinder unter drei, auch für die Kinder im Hortbereich, auch für die Kinder, die ganztags betreut werden, auch für die Kinder in der Kindertagespflege. Wir wollen dieses Ziel in zwei Schritten erreichen, und zwar ein erster Schritt zum 1. September 2018 mit der vollständigen Gebührenbefreiung inklusive also der Ganztagsbetreuung für die 3- bis 6-Jährigen. Und alle anderen Kinder werden dann und ihre Eltern werden dann zum 1. September 2019 von den Gebühren befreit. Und damit unterscheiden wir uns, meine Damen und Herren, fundamental von dem, was bisher vorgelegt worden ist, und insbesondere mit dem, was morgen zu anderer Stunde zu diskutieren sein wird. Zweitens. Wir wollen gleichberechtigt mit dem Ziel der Gebührenbefreiung, weil wir wissen, dass das Eltern wichtig ist, weil wir wissen, dass das dem Personal wichtig ist, weil wir wissen, dass es auch den Trägern und den Personen in den Einrichtungen wichtig ist, in drei Stufen Strukturreformen als Voraussetzung für die Verbesserung der Qualität der Arbeit in unseren Einrichtungen erreichen. Die erste Stufe soll sein, auch zum 1. September 2018, die Einführung eines Ansatzes von 20% auf die sonstigen, auf die normale Personalbemessung für die sogenannten mittelbaren pädagogischen Zeiten. Sie wissen alle, was das ist, oder wer es nicht weiß, dem erkläre ich es jetzt noch einmal. Mittelbare pädagogische Zeiten sind die, ich weiß, dass Sie es wissen, Herr Minister, mittelbare pädagogische Zeiten sind die Zeiten, die eine Erzieherin oder auch eine Einrichtungsleiterin zur Vor- und Nachbereitung, zur Planung von besonderen Aktivitäten und insbesondere auch für Elterngespräche benötigt. Und die werden seit Langem für unabdingbar gehalten in der ganzen Kinderbetreuungslandschaft. Und das wird im Grunde auch von niemandem bestritten, dass sie eigentlich unabdingbar sind, jedenfalls von niemandem, der sich in dieser Szenerie auskennt, den ich kenne. Zweitens. Wir werden, das ist ein kleinerer Schritt, weil es da eine Vorlage gibt, wir werden die Ausfallzeiten für Krankheit und Urlaub, die derzeit bei 15% nach KiföG liegen, auf 20% erhöhen. Das wird der zweite Schritt sein. Und drittens, und besonders bedeutsam oder mindestens so bedeutsam wie der Ansatz für die mittelbaren pädagogischen Zeiten, wir werden eine gesetzliche Regelung für die Freistellung von Kindertagesstättenleitungen vorsehen. Es gibt eine aktuelle Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, ein Ländervergleich, aus dem unter anderem hervorgeht, dass was Freistellung von Kindertagesstättenleitungen angeht, Hessen zumindest nicht in der Spitzengruppe liegt. Ich will es einmal so ausdrücken. Und dies ist ein Zustand, der dringend geändert werden muss. Und deswegen wollen wir diese drei Schritte bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode, also bis 2022, gegangen sein. Drittens. Wir wollen eine entschiedene Entbürokratisierung des gesamten Verfahrens der Personalbemessung und der Bezuschussung erreichen. Dazu werden wir zurückkehren zu dem alten gruppenbezogenen System der Personalbemessung und auch zu den alten Standards, was die Gruppengrößen angeht. Und zu dieser Entbürokratisierung und radikalen Vereinfachung trägt schließlich auch viertens unser Vorschlag zur Neuregelung der Finanzierung der Veranstaltung frühkindliche Bildung bei. Wir haben bisher ein auf die
komplizierten Regelungen für die Personalbemessung, auf die komplizierten Regelungen für die Zusammensetzung der Gruppen aufgesetztes System der Pauschalen der Festbetragsfinanzierung. Wir wollen auf ein Verfahren der Anteilsfinanzierung übergehen, zu einem Verfahren der Anteilsfinanzierung übergehen. Wir hatten ursprünglich gesagt, zwei Drittel der Personalkosten soll in einer Übergangsfrist bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis 2022, das Land übernehmen. Wir haben uns aus Gründen der Vereinfachung der Abrechnung dazu entschieden, hier auf einen Anteil an den Personalkosten überzugehen. Das kann man im weiteren Gang der Debatte noch erläutern. Das erspart uns die komplizierten Berechnungen bei den Sachkosten, die von Fall zu Fall und von Ort zu Ort und von Träger zu Träger sehr unterschiedlich sind. Aber die Personalkosten sind einheitlich berechenbar auf der Grundlage der geltenden Tarifverträge. Und zwei Drittel von 80%, 80%, das ist der Anteil der Personalkosten an den Betriebskosten, 80% sind 82,5%, also zwei Drittel der Betriebskosten sind 82,5% der Personalkosten. Und dieses, meine Damen und Herren, ist nichts weniger als revolutionär. Das will ich sagen, weil es erstens in der Höhe einen Stand erreicht, von dem wir bisher nur träumen können. Zweitens, weil es ein System ist, das mit wachsenden Bedarfen und wachsenden Kosten, sei es durch zusätzliche Plätze, sei es durch hoffentlich bald steigende Gehälter, auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, die Kosten steigen würden, dass der Landesanteil mitgeht und somit die Belastung für die freien Träger und für die kommunalen Träger in Grenzen gehalten werden. Und das ist das eigentlich Bedeutsame, weil damit eine verlässliche, zukunftssichere, gemeinsame Finanzierung durch das Land und durch die Kommunen erfolgt. Zweitens, letztens, wir haben eine Reihe von weiteren Regelungen vorgesehen. Wir werden eine gesetzliche Regelung, eine längst überfällige gesetzliche Regelung für die Betreuung von behinderten Kindern in unseren Einrichtungen einführen. Wir streben an und haben eine entsprechende gesetzliche Regelung vorgesehen. Darüber wird ja morgen noch einmal etwas intensiver zu diskutieren sein. Eine Landeselternvertretung für den Bereich der Kindertagesstätten. Und schließlich und endlich wollen wir ein Ende machen mit dem unfriedenstiftenden § 28 HKJGB, der den interkommunalen Finanzausgleich regelt. Ich hätte jetzt noch gerne den Kollegen Dr. Bartelt und auch Herrn Boddenberg, wenn er da wäre, da hinten ist er ja, erklärt, wie das mit den Kosten und der Haushaltsmehrbelastung ist. Aber ich vertraue fest auf eine zweite Runde. Bleiben Sie am Sender, ich komme noch einmal. Vielen Dank, Kollege Gerhard Merz. Das Wort hat der Abg. Dr. Bartelt, Ralf Norbert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Regierungsfraktionen legen einen Gesetzentwurf zur Beitragsfreiheit für täglich 6 Stunden über 3 Jahre und Qualitätssteigerung in Kindergärten vor. Wir werden darüber morgen ausführlich diskutieren. Richtig, richtig. Diese Entlastung der Eltern und Qualitätserhöhung sind mit 440 Millionen € plus 50 Millionen € im Doppelhaushalt solide finanziert. Es wird damit ein Versprechen des Ministerpräsidenten von 2013 umgesetzt, der im Falle einer vernünftigen Vereinbarung im Länderfinanzausgleich eine spürbare Entlastung für Eltern ankündigte. Die Politik der Landesregierung ist verlässlich und sicher finanziert. Die Oppositionsfraktion der SPD legt nun hektisch einen Gesetzentwurf zu diesem Thema vor, der nach deren Berechnung 720 Millionen € jährlich erfordert.
Nein, nein, sie kam ja danach und Ihre Haushaltsanträge liegen ja noch gar nicht vor. Das sind ja derzeit Gerüchte, nicht? Als Finanzierung wird vorgeschlagen, die geschätzten Einsparungen aus dem Länderfinanzausgleich von 550 Millionen € zu verwenden. Den Rest, so wird die SPD mehrfach zitiert, könne man problemlos finanzieren, wenn man auf sogenannte Prestigeobjekte verzichten würde. Abgesehen davon, dass die Zahlen nirgendwo verlässlich hinterlegt werden können, wird unterstellt, dass in allen anderen Politikfeldern keinerlei begründete Ansprüche entstehen. Damit sind die Mehrkosten der SPD-Gesetzinitiative aber noch gar nicht vollständig beschrieben. Es wird vorgeschlagen, ab 2022 82% der Personalkosten zu übernehmen. Daraus errechnet sich ein Mehrbedarf von mindestens 1,3 Milliarden € im Jahr im Haushalt. Auch wenn wir Ihre Zahlen jetzt einmal großzügig übernehmen und von dem Minimum des Mehrbedarfs ausgehen, würde der Haushalt doch wirklich aus den Angeln gehoben werden. Diese Finanzierungsvorschläge sind abenteuerlich und lassen vermuten, dass Sie mit der Umsetzung Ihres Vorschlages gar nicht rechnen. Wir sehen aber auch inhaltlich die vorgeschlagene Systemumstellung der Finanzierung der Kinderbetreuung sehr kritisch. Die Zuständigkeit der Kinderbetreuung liegt aus guten Gründen bei der kommunalen Familie. Sie kann die Kindertagesstätten selbst betreiben, oder sie kann durch Verträge an frei gemeinnützige und private Einrichtungen übertragen. Die SPD will jetzt ab 2022 82,5% der Personalkosten, das entsprechen etwa zwei Drittel der Betriebskosten, vom Land direkt übernommen werden. Sie wollen gleichzeitig die kommunale Verantwortung aber beibehalten. Dadurch würde sich sehr bald ein erhebliches Problem entwickeln. Naja, jetzt passen Sie einmal auf. Vielleicht haben Sie das Problem ja jetzt noch nicht so richtig noch nicht verstanden. Bei entsprechender Kostenentwicklung würde sehr schnell die Überlegung aufkommen, wie das Land in Personalplanung oder Verträge der Übertragung etwa an kirchliche Träger eingreifen könne. Und vor einer solchen Entwicklung wollen wir wirklich nur warnen. Nein, um das jetzt noch einmal zu erklären. Sie sagen, wir übernehmen 82% der Personalkosten. Naja, das führt ja dazu, dass die entsprechenden Träger sagen, ja, ich habe das schon verstanden. Sie würden dann sagen, Einen Moment, Kollege Sabat. Meine Damen und Herren, es geht von links nach rechts und kreuz und quer. Wir sind beim letzten Punkt der Debatte. Ich bitte Sie doch, das auch noch konzentriert hinzubekommen. Machen Sie mal so ein paar Bewegungen mit den Fingern, dann geht es wieder. Und hören Sie doch dem Dr. Bartel zu, der will Ihnen doch etwas vermitteln. Das führt doch schlichtweg dazu, dass Träger in die Versuchung versetzt werden könnten, dass sie sagen, naja, also die Personalausgaben machen bei uns nur 18% aus, und deshalb sind wir da sehr großzügig. Als Reaktion würde das Land sagen, jetzt müssen wir da jetzt mal eingreifen und eine Bürokratie entwickeln, wie wir das. Ja, wir regieren ja auch weiter. Nicht, da können Sie sich einmal darauf verlassen. Nicht?
Und dann würde doch die Situation entstehen, dass das Land sagen würde, jetzt müssen wir das Ganze jetzt mal überprüfen. Und das wollen wir letztlich nicht. Wir wollen, dass die kommunale Familie und die frei gemeinnützigen Träger selbst über ihre Kindergärten entscheiden und die Finanzierung organisieren. Ein weiterer inhaltlicher Kritikpunkt Ihres Vorschlages. Sie wollen zur gruppenbezogenen Personalberechnung und Förderung zurückkehren. Wir halten dagegen an der kindbezogenen Förderung fest. Das ist fachlich begründet und für den Steuerzahler auch nachvollziehbar. Wir wollen, dass die Förderung für ein Kind mit einem besonderen Betreuungsbedarf, Sprache, Sozialverhalten, auch in einer größeren Gruppe höher ist als für ein Kind mit einem durchschnittlichen Betreuungsbedarf in einer kleineren Gruppe. Ich möchte ergänzen, dass eine Änderung der Förderrichtlinien den Verwaltungsaufwand in jeder Kindertagesstätte deutlich erhöhen würde. Kollege Dr. Bartelt, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Der Mehraufwand an Verwaltung im Rahmen des KiföG wurde kritisiert. Nach Beendigung dieses Umstellungsverfahrens trat jetzt eine Entspannung ein. Wir setzen die Priorität auf Qualitätsverbesserung und Gebührenfreiheit für 6 Stunden für 3 Jahre. Ihr Vorschlag ist auf Sand gebaut. Unsere Politik setzt verantwortlich auf Prioritäten und ist verlässlich, nachhaltig finanziert. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Ruhe bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Dr. Bartelt, ich versuche es einmal ganz vorsichtig. Es gibt Bundesländer in diesem Land, die machen das. Und so wie Sie es eben beschrieben haben, müsste man meinen, es ist der Untergang des Abendlandes. Aber in den Bundesländern, die das so machen, funktioniert die Zivilisation durchaus noch. Das, was Sie da gerade Merkwürdiges hergeleitet haben über das, was Träger eventuell tun könnten, wenn sie sich unbeobachtet fühlen würden und die Chance sähen, das finde ich also schon eine ziemlich heftige Unterstellung an die, die hier in diesem Land, Land auf, Land ab, nahezu flächendeckend mit der Betreuung unserer Kinder von den Kommunen beauftragt sind. Also das sollten Sie die besser nicht hören lassen, weil es könnte sonst sein, dass Sie an verschiedenen Stellen ein nicht mehr willkommener Gast sind. Das muss man doch einfach einmal klarstellen. Und ob das jetzt eine kindbezogene oder eine gruppenbezogene Betreuung ist, Sie haben ja gerade so getan, als ob die gruppenbezogene Betreuung sozusagen gegen jedwedes Steuerrecht verstoßen würde und von niemandem ertragen werden könnte und überhaupt auch etwas ganz Schlimmes sei. Also gefühlte 50 Jahre war das in diesem Land so, und es ist niemand dagegen aufgestanden und hat gesagt, das ist ein schweres Verbrechen, das muss man ändern, bis Ihre Regierung dahergekommen ist und gesagt hat, das geht so alles gar nicht, und wir machen das jetzt kindbezogen, was sich total freundlich anhört, aber in Wahrheit ein Sparprogramm ist. Eine gruppenbezogene Regelung ist nämlich die Regelung, die die Spielräume eröffnet. Und dahin sollten wir tatsächlich zurückkommen. Also diese Rede, die Sie hier eben gehalten haben, die ist wirklich so, dass Sie besser nicht dafür sorgen, dass die sehr viele Menschen zu hören und zu sehen bekommen, weil die eher dazu geneigt ist, zu zeigen, dass sie a. von der Materie tatsächlich überhaupt nicht viel verstanden haben und b. nicht in der Lage sind, einzuschätzen, was Menschen, die in unserem Land mit Kinderbetreuung befasst sind, gerade für Probleme haben. Ich bin ziemlich froh, dass wir diesen Gesetzentwurf der SPD jetzt auf dem Tisch haben und dass der auch als erstes behandelt wird, weil das nämlich endlich einmal etwas Positives in diesem Haus hier ist. Auch wenn ich durchaus nicht mit jedem Satz und allem einverstanden bin, so hat er aber doch eine Tendenz,
die aufzeigt, dass die Kritik, die Land auf Land abgeübt wird, an dem, was hier tatsächlich gerade stattfindet, zur Kenntnis genommen wird und dass das umgesetzt wird. Was wir brauchen in diesem Land, das ist tatsächlich eine Kinderbetreuung, die eine Qualität hat und die Erzieherinnen hat, die das leisten können, hier eine gute Arbeit abzugeben. Das tun die. Das tun die sehr. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken, nämlich bei all den Erzieherinnen und Erziehern, die jeden Tag mit den Kindern trotz der wirklich schwierigen Bedingungen eine ordentliche Arbeit machen und auf die Kinder eingehen, den Leitungen, die oft genug nicht freigestellt sind, aber trotzdem Leitungsarbeit zu leisten haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im hauswirtschaftlichen und im technischen Bereich, die wir ganz oft vergessen, einmal hier ein Dankeschön. Wir haben eine Situation, dass innerhalb der letzten 15 Jahre sich die Teilzeitquote auf um 45% erhöht hat. Und es liegt nicht daran, dass die Erzieherinnen keinen Bock auf ihre Arbeit haben, dass sie keinen Bock darauf haben, Vollzeit zu arbeiten, um auch dafür Sorge zu tragen, dass sie vernünftige Renten bekommen werden, dereinst, wenn sie dann bis ins Rentenalter in dem Beruf arbeiten wollen und können, sondern es liegt daran, dass sie es schlicht und ergreifend nicht mehr schaffen bei den Belastungen, dass sie sagen, wenn ich noch halbwegs den Kindern gerecht werden will und mich nicht völlig kaputt machen will, dann schaffe ich das am ehesten über Teilzeit. Und es ist zum Teil dem geschuldet, dass Bürgermeister und Bürgermeisterinnen immer noch versuchen, mit der Teilzeitbeschäftigung auch Engpässe aufzufangen, das in der Zwischenzeit aber schon gar nicht mehr damit machen können, weil es schlicht und ergreifend einer Grippewelle bedarf, um so eine Kita komplett lahmzulegen. Da funktioniert nämlich vorne und hinten nichts mehr. Dann ist man um jeden froh, der noch da ist und der vielleicht einen Kopf mehr als Personalstelle darstellt, dass man mal jemand länger arbeiten lassen kann, weil wir nämlich eine zu dünne Decke haben an der Stelle und wir brauchen an der Stelle dringend mehr. Ich bin froh, dass die mittelbare pädagogische Arbeit und die Leitungsarbeit jetzt bei Ihnen mit aufgenommen sind. Das alles entspricht noch nicht dem, was ein richtig guter Standard wäre. Das muss man hier auch einmal deutlich sagen. Da gibt es Forderungen, die sind schon relativ alt. Also, ich erinnere an Herrn Fanakis und so weiter. Da sind noch ganz andere Sachen gefordert. Von daher an die rechte Seite des Hauses. Das ist hier nicht ein beliebiges Wünsch dir was, wenn es das wäre und nicht die Sozialdemokraten an der Stelle schon so ein bisschen auch aufs Geld geguckt hätten, dann würden da noch ganz andere Sachen drinstehen. Dann würden nämlich höhere Freistellungen da drinstehen, da würden höhere Anrechnungen von Leitungstätigkeit drinstehen und da würde auch noch einmal ein anderer Personalschlüssel drinstehen, der nämlich nicht so ist, wie die Fachkräfte ihn einzig fordern, sondern er ist immer noch auch ein Stück gemessen am Geldbeutel. Und von daher denke ich, wir sollten sehr sorgfältig damit umgehen. Und wir sollten uns sehr genau überlegen, was wir ermöglichen können in diesem Land. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ausschussberatungen, die wir dazu haben werden. Ich bin relativ sicher, dass dieser Entwurf viel Zustimmung finden wird. Und noch einmal an dieser Stelle einen Satz dazu, dass Sie das alles hier nicht gut finden wollen. Ich frage mich, ob Sie überhaupt wissen, was Sie wollen, wenn es um frühkindliche Betreuung geht. Weil das, was Sie da in den letzten Jahren gemacht haben, einmal hü und einmal hot, das ist einfach überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landtagsfraktion von CDU und GRÜNEN haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Erhöhung des Haushalts um 446 Millionen € bedeutet. Davon wird es in der Endausbaustufe 310 Millionen € jährlich kosten, dass wir die Beitragsfreiheit für bis zu 6 Stunden in Kindergärten von 3 bis 6 Jahren einführen werden. Wir haben darüber hinaus 50 Millionen € am Ende des Tages dafür, dass die Qualität in den Kitas verbessert wird, weil es dort eine Verdreifachung der Qualitätspauschale gibt. Und wir setzen weitere 86 Millionen € dafür ein, dass Eltern tatsächlich in Hessen auch überall dort, wo es geboten ist, einen Betreuungsplatz finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gute Kinderbetreuungspolitik. Und sie ist vor allem dann angesichts der
möglichen Mehreinnahmen aus dem Länderfinanzausgleich, wenn man das sieht, prognostiziert 500 Millionen plus minus, man weiß es nicht genau, wenn man das wusste und wenn man weiß, indessen, dass der Ministerpräsident unter anderem gesagt hat, das wäre irgendwann einmal am Ende des Tages auch eine zu finanzierende Investition, wenn wir wissen darüber, dass tatsächlich die Elternbeiträge in den letzten Jahren gestiegen sind in über 45% der Gemeinden, das hat der Evaluationsbericht des KiföG gegeben, war das tatsächlich so, dass es an der Tagesordnung war, so wie wir das auch als GRÜNE immer gesagt haben, dass Quantität, Qualität mittelfristig auch eine Beitragsentlastung folgen muss. Und wenn man mittelfristig nach 5 Jahren sagt, da gehen wir einen Einstieg in die Beitragsfreiheit mit über 310 Millionen €, dann ist das genau der richtige Dreiklang, den Hessen jetzt erfährt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun ist es nicht so, dass das, was die SPD fordert, alles Unfug ist. Wer wünscht sich nicht mehr Leitungsfreiheit, mehr unmittelbare pädagogische Arbeit? Wer wünscht sich nicht mehr kleinere Gruppen, mehr Personal? Aber am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, was kostet der ganze Spaß? Genau. Und jetzt ist es so, Herr Kollege Merz, auf Sie habe ich gewartet. Da freue ich mich auch, dass Sie diesen Tagesordnungspunkt extra gemacht haben. Die Frage lautet in diesem Hause, wie viele Positionen und wenn ja, hat die SPD überhaupt? Hat sie eine Position und wenn ja, wie viele? Sie hat jetzt einen vorgelegt, eine Position mit einem Gesetzentwurf. Und wir wollen mal sehen, wie lange die Halbwertszeit von der SPD-Position ist. Ich darf zitieren. Ich darf zitieren. Ich finde das ja toll, dass ich jetzt einmal 10 Minuten Zeit habe, aus den letzten 2 Jahren der SPD zu zitieren. Und es geht nur um die Drucksachen, nur um die Drucksachen, die nachweisbar sind. Nicht, dass ich das denke oder dass der Herr Merz irgendwann einmal irgendwas erzählt hat, was er eine Woche später wieder umgekehrt hat. Nein, es geht nur um die Drucksachen. Also, es wird spannend. 2014, gut, ich gebe zu, 3 Jahre ist eine lange Zeit. Da geht es noch um Verbesserungen bei der finanziellen Förderung der Kitas und der Inklusion. Was? Ich habe da so ein Geräusch im Ohr. Hier von hier vorne, der Inklusion, was die SPD noch mit der Drucksache, wollen Sie mitschreiben wollen, 853 mit 22,5 Millionen € hinterlegen. 2015 wird es dann spannend. Einmal schlägt die SPD vor 23,5 Millionen € für die Qualitätsverbesserung. Keine 4 Monate später soll der Betrag dann doch lieber die laufenden Betriebskosten der Kita-Träger bezuschussen. Anfang 2016, jetzt kommen wir schon in die Schlagweite, vor einem Jahr, war dann von Qualität zunächst keine Rede mehr. Nun will die SPD die Beitragsfreiheit, Achtung, im zweiten Kindergartenjahr, noch einmal Achtung, für 5 Stunden und mit einem Ausgleich an die Kommunen von 120 € monatlich pro Kind. Dafür sollen 62 Millionen € reichen. Hört, hört, so ein Rückfall in gute Zeiten, würden Sie wohl sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das haben Sie 2016 hier gefordert, Drucksache 19-3067. So, wir bewegen uns Anfang 2016, 62 Millionen. So, das war die Position vor einem Jahr. In der gleichen Zeit kursiert ein Flyer der SPD, der von 350 Millionen € spricht, der es für die ganze Beitragsfreiheit insgesamt benötigt. Vermutlich meinte man die Kitas. Jetzt wissen wir wahrscheinlich, dass Sie noch auf die U3s wollen. Das sieht man ja. Im November schließlich werden dann 50 Millionen €, Achtung, für die Freistellung des Ganztagesplatzes im zweiten und dritten Kindergartenjahr gefordert, Drucksache 19-3959. Als Finanzierung soll das Länderfinanzausgleich dienen und ein noch nicht existierendes Kita-Gesetz des Bundes, das wir immer noch nicht beschlossen wurde und auf das alle noch warten. Und das gibt es auch nicht, bis heute nicht. Dann kommen wir den Sommer 2017. Sommer 2017. Plötzlich wird uns ein gutes Familienbild vorgeworfen, weil wir 6 Stunden am Tag freistellen. Dabei hat die SPD noch ein Jahr zuvor die Freistellung für nur 5 Stunden gefordert. So schnell geht es manchmal. Doch dann setzt die SPD setzt dann zum Überholen an, scheitert aber an sich selbst. Es sollen doch stufenweise alle Kinder irgendwann einmal beitragsfrei betreut werden. Zusätzlich will die SPD mehr Fachkräfte, außerdem Kommunen entlasten, 2/3 der Gesamtkosten übernehmen. Ich frage mich, warum eigentlich nur 2/3? Warum nicht 4/5 oder 9/10? Wie kann man so unsozial sein? Und finanziert soll das werden durch den Länderfinanzausgleich. Und zu eben großen Teilen finanziert durch ein erhofftes Kita-Gesetz, das die SPD-Familienministerin im Bund aber immer noch nicht durchgebracht hat.
Bei der Frage Kosten wird es dann spannend. Das SPD-Paket des Sommers 2017 soll dann nicht mehr 62 Millionen €, es soll auch nicht mehr 350 Millionen € kosten. Es kostet jetzt schlappe 1,3 Millionen €. Na, Hallamarsch und Tusch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt sind wir bei der Position, über die wir heute reden. Und jetzt kommt meine Antwort zu der Position. Ich glaube, dass die 1,3 Millionen, wenn ich das meine Kolleginnen und Kollegen. Bitte? Milliarden. Entschuldigung. Ja, ich gebe zu, ich komme durcheinander mit den Fastilliarden, Fantastilliarden, sagt der Kollege Mayer. Wir geben uns nicht mehr mit Millionen zufrieden. Wir irren jetzt im Dschungel der Milliarden umher. Sie haben recht. Aber jetzt, ich glaube, dass die 1,3 Milliarden, um sich mal ganz kurz mit Ihrem Gesetzentwurf zu befassen, dass der noch sehr konservativ geschätzt ist, Herr Minister. Da steht nämlich drin, dass man z.B. die Gruppengröße soll höchstens 25 Sie soll Gruppengröße maximal 25 sie soll erreichen, sie soll aber 15 Kinder nicht unterschreiten. Lassen Sie sich das jetzt einmal auf der Zunge zergehen. Bei 12,5 wäre es einfach auszurechnen. Dann wäre das etwa eine Verdopplung aller Kindergartengruppen. Herr Marke-Böde, bitte mal darüber nachrechnen, was das kosten würde. Da wären wir mit 1,3 Milliarden hätten wir noch ein Schnäppchen gemacht, nebenbei bemerkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist also die finanzpolitische Antwort auf die Frage, wie gehen wir mit dem Gesetz der SPD um? Sie kommen, haben vielleicht den Betriebsausflug in Phantasialand gemacht. Das mag ja so sein. Wir machen das hier gegenüber in der Kneipe, versuchen möglichst wenig Alkohol zu trinken dabei. Und ich sage Ihnen, wir haben mit den 446 Millionen € das tatsächlich deckungsfähig hinterlegt. Das wird so kommen in den nächsten Jahren. Aber ich kann Ihnen gerne sagen, was die finanzpolitischen Forderungen der SPD sind. Herr Schmidt, Sie sind ja auch da. 1 Milliarde € Erhöhung der KfA-Mittel. 1 Milliarde € für die Kitas. Kollege Bocklet, die Redezeit Zeit ist zu Ende. 500 Millionen € für den Wohnungsbau, 500 Kassenkasse, Erhöhung der Besoldung, Ablehnung der Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Über 3 Milliarden € Forderungen. Soll ich Ihnen etwas sagen, was das Fazit ist? Sie nehmen sich selbst ja nicht einmal ernst und draußen schon gar nicht. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Die Botschaft an die hessischen Wählerinnen und Wähler wird sein, wer allen alles verspricht, verspielt jegliche Glaubwürdigkeit, und sie werden nicht. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, können wir bitte den nächsten Redner zu Wort kommen lassen? Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn die GRÜNEN und die Koalition über was hat wer vor wenigen Monaten in dem Plenum hier noch gesagt reden, da läuft einem schon ein Schaudern über den Rücken. Weil wenn ich überlege, was Sie vor wenigen Wochen und Monaten hier über die Beitragsfreistellung, wir hatten ja zwei Gesetzentwürfe hier gehabt, wenn man das einmal nachlesen würde im Protokoll, Minister, CDU-Fraktion, Herr Bocklet, dann würde man schon eine sehr interessante Entwicklung erkennen können. So viel zu, wir lesen mal nach. Ich will es noch einmal für meine Fraktion sagen. Für meine Fraktion ist ganz klar, wir brauchen erst einmal ausreichend Plätze. Wenn Sie Familien fragen, wenn Sie Eltern fragen, dann werden die Ihnen sagen, ja, Qualität ist super, Kostenfreiheit ist super, aber was nutzt mir das ohne einen Platz? Das hat für uns die oberste Priorität. Und jeder, der einmal in Kommunen im Rhein-Main-Gebiet unterwegs war, der weiß, dass es dort lichterloh brennt. Dass überall Investitionen in allen Kommunen aus den Haushalten finanziert wird, neue Plätze zu generieren. Der Rechtsanspruch ist da. Die Kommunen können verklagt werden. Überall in Hessen entstehen Kitas. Das kann man auch im Haushalt ablesen. Dort kalkulieren Sie mittlerweile mit 4.200 Einrichtungen. Vor 3 Jahren waren Sie noch bei 3.800 Einrichtungen. Es gibt einen immensen Ausbau. Warum? Weil es einen gewaltigen Druck gibt durch die Familien, dass diese Plätze nachgefragt werden. Also, erste Priorität ist, wir brauchen Plätze. Übrigens steht das auch im Zielsystem des Landeshaushalts, dass man
hier eine Priorität setzen will. Das Zweite, was uns wichtig ist, und da sind wir sehr konform mit einigen oder mit Inhalten, die hier im Gesetzentwurf vorgesehen sind, dass die Frage, wie kann ich die Qualität in den Einrichtungen steigern, da ist der Betreuungsschlüssel ein wichtiges Thema. Da ist natürlich auch die Qualität, die Fortbildung, die Vorbereitungszeit, das ist hier aufgeführt worden, und natürlich die Freistellung der Leitung. Aber, liebe Freunde von der SPD, Sie müssen sich schon, wenn Sie so einen Vorschlag machen, etwas mehr Mühe geben, noch einmal allen, die positiv diesen Gesetzentwurf lesen wollen, zu erklären, wie ganz genau Sie auf diese Zahlen gekommen sind, wie Sie genau bei der Abschätzung der Kosten, wie Sie genau diese Zahl ermittelt haben. Ich will es einmal kurz machen. 240 Millionen €, heute Mittag habe ich das schon einmal gesagt, stehen für die 3- bis 6-Jährigen im Haushalt. In unserer Kommune ist das eine Teilfinanzierung von 10-12% der realen Kosten. Würde ich überschlägig sagen, wenn es 10-15% der Kosten sind, dann sind wir über 2 Milliarden €. Wenn Sie davon 82% finanzieren, dann komme ich schon einmal nur im Kita-Bereich auf ganz andere Zahlen. Also, das sind die Zahlen aus dem KFA, die ich gerade gesagt habe. Das sind die Zahlen aus dem KFA, die ich gerade gesagt habe, die dort zusammengeführt sind. So, dann würde mich das schon einmal sehr interessieren, wie Sie diese Zahlen am Ende berechnet haben. Das sollten Sie noch einmal deutlich machen, weil ansonsten ist natürlich die Seriosität dieser Vorgaben schwer nachzuvollziehen. Sie haben auch etwas hier eingeführt, was auch der Frage widerspricht, wie können wir ausreichend Plätze zur Verfügung stellen? Wenn Sie allen Trägern überlassen, ob Sie 15 oder 25 Kinder in Gruppen unterbringen, wenn das allein die Entscheidung des Trägers ist, wie wollen Sie denn sicherstellen, und das ist ja genau die Frage, wie wollen Sie dann sicherstellen, dass die Eltern an ihre Betreuungsplätze kommen? Sie haben das ja zu Recht gesagt. Den Rechtsanspruch hat man gegen den Landkreis oder gegen die kreisfreie Stadt. Der Träger ist raus. Der Träger hat ein Interesse an einer sehr, sehr guten Betreuung. Aber wir haben das oberste Interesse, ausreichend Plätze zu haben. Wie wollen Sie das sicherstellen? Ich war jetzt die letzten Wochen in Dutzenden von Kitas in unserem Land. Und Sie haben, ich habe festgestellt, dass eines der größten Themen vor Ort ist, Fachkräfte zu gewinnen. Fachkräfte zu gewinnen, ist eines der zentralen Themen, wo wir als Land auch etwas machen könnten. Wie können Sie, wenn Sie 2020 den Fachkraftschlüssel erhöhen, indem Sie ja faktisch 20% Vorbereitungszeit draufpacken, noch einmal 5%, ich bin ja nicht dagegen, dass man das macht, aber wenn Sie das verbindlich machen und nicht einfach sagen, wir finanzieren es, wenn es jemand macht, sondern verbindlich machen, dann bedeutet das, dass die Betriebsgenehmigungen womöglich nicht mehr ausgesprochen werden können. Das bedeutet, dass Dutzende von Plätzen in der Betreuung wegfallen. Ich frage Sie das nur, Herr Merz, weil ich ja weiß, in welche Richtung Sie das positiv sehen. Aber das sind Fragen, die Sie noch beantworten müssen in der Debatte und die sicherlich auch Fragen sind bei der Anhörung. Priorität, wir brauchen Plätze. Wir brauchen im Ballungsraum Plätze ohne Ende. Und wir kommen investiv kaum hinterher, die zu schaffen. Darum, das müssten Sie noch einmal auflösen in der Debatte, weil hier sehe ich schon, eine Möglichkeit, dass Ihr Gesetzentwurf eine falsche Entwicklung unterstützt. Ich möchte noch einmal auch für meine Fraktion sagen, wir werden uns nicht mehr von der bereits kindbezogenen Förderung verabschieden. Das ist für uns entschieden, dauerhaft entschieden. Und wir wollen auf keinen Fall einen erneuten Systemwechsel. Das wäre aus meiner Sicht, würde das auch nur noch mehr unter Verwirrung bringen. Und wenn Sie sagen, Sie beziehen sich auf die Personalkosten, auf reale Personalkosten, das bedeutet ja, die müssen Sie erheben. Das heißt ja, die müssen Sie auch ermitteln. Das heißt, es entsteht genauso, wenn Sie wirklich reale Kosten und nicht mit Pauschalen arbeiten. Wenn Sie mit Pauschalen arbeiten, wie es Baden-Württemberg macht, Baden-Württemberg zum Beispiel mit Pauschalen, Sie sagen, aber Sie wollen reale Personalkosten abdecken, das müssen Sie doch auch ermitteln. Wo ist denn da der bürokratische Vorteil an Ihrem Gesetz? Das habe ich noch nicht durchschaut. Das müssten Sie auch noch einmal darlegen. Also, es gibt viele Fragen bei dem Gesetzentwurf. Das wird die Anhörung zeigen. Wir haben ja selbst einen Gesetzentwurf in der Richtung auch in Vorbereitung. Wir werden natürlich die konstruktiven Vorschläge der Anhörung versuchen auszuwerten und aufzunehmen. Sie haben auch übernommen die Bewertung der Kinder nach Alter. Auch das muss ja irgendwie dargestellt werden. Auch das
muss irgendwie nachgewiesen werden. Auch das muss kontrolliert werden. Also, wo Sie jetzt in Ihrem Gesetzentwurf durch die gruppenbezogene Förderung wirklich so ein Riesenentlastungsthema haben, das erscheint mir auch noch nicht nachvollziehbar. Und ich würde, und das ist so ein Punkt, ich habe mir das mal in Baden-Württemberg angeguckt, auch mal die Zahlen, was so eine Freistellung der Leitung kosten würde. Was das kosten würde, da sind wir gleich bei 200–300 Millionen €. Da sind wir in ganz anderen Dimensionen, wenn Sie die tatsächlich zur Verfügung stellen wollen. Also bei der Finanzierung und beim Durchrechnen dessen, was Sie hier tun, sind wir sehr interessiert an den wirtschaftlichen Berechnungen, die dem zugrunde liegen. Weil wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen erst ausreichend Plätze, wir wollen eine sehr, sehr gute Qualität. Und wenn das gewährleistet ist, dann wollen wir die Kostenfreiheit. Warum wollen wir nicht alles gleichzeitig? Ihre Redezeit ist zu Ende. Warum wollen wir nicht alles gleichzeitig? Weil wir nicht sehen können, wie wir alles gleichzeitig finanzieren können. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich sehe. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weitere Wortmeldung mehr. Ja, ist ja keine Redezeit mehr. Kollege Merz hat seine Redezeit aufgebraucht. Das heißt, er kann. Es gibt doch eine Gesamtfraktionsredezeit. Nein, wir sind bei einem Gesetzentwurf, Herr Staatsminister, und nicht mehr beim Haushalt. Also, das Wort hat Staatsminister Grüttner. So, gut. Nee, weil der andere ist der Vater, deshalb habe ich mich nicht gemeldet. Ja, ja. Ganz eindeutig, weil ich mich im Gerhard nämlich jetzt auch gesagt habe, nee, gibt keine zweite Runde. Weise aber darauf hin, dass er sich gemeldet hat, bevor ich mich zu Wort gemeldet habe. Gehe dann davon aus, dass er auch für die Wortmeldungen davor auch Bezug nimmt. Das Thema ist sicherlich ein Thema, das es einer intensiven Diskussion bedarf. In den unterschiedlichsten Facetten, die damit eine Rolle spielen. Herr Bocklet hat auf die Drucksache 3067 Bezug genommen vom 26.01.2016. Das war der Gesetzentwurf der SPD zur Beitragsfreistellung von 5 Stunden im zweiten Kindergartenjahr und nicht mehr. Und nicht mehr. Und wir sind jetzt 1,5 Jahre später, und wir reden über einen Gesetzentwurf der SPD im Hinblick auf die Beitrags- und Gebührenfreiheit nicht nur im zweiten Kindergartenjahr, sondern von dem Krippengartenjahr plus der gesamten Leitungsfreistellung, die er in den Blick genommen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll. Die Fragestellung von Beitragsfreiheit oder die Fragestellung von frühkindlicher Bildung ist, denke ich, ein Thema, das uns alle beschäftigt und die uns alle auch in einem gewissen Gesichtspunkt versucht, auch die richtigen Wege zu finden, um Eltern und anderen Hilfestellungen zu leisten. Aber die Fragestellung, das Füllhorn auszuschütten an dieser Stelle, unter dem Gesichtspunkt Beitragsfreistellung, Leitungsfreistellung, pädagogischen Zeiten und vielem anderen mehr, weist nicht unbedingt in die Richtung einer soliden politischen Richtung. Wir reden hier über Gesichtspunkte, die nicht nur in der Fragestellung der finanziellen Sichtweise unverantwortlich sind, sondern auch der Sichtweise von Trägerinnen und Trägern von Kindertagesstätteneinrichtungen. Wir haben uns sehr bewusst entschieden, vor einiger Zeit von der gruppenbezogenen Förderung auf die kindbezogene Förderung umzusteigen, unter dem Gesichtspunkt Geld folgt Kind.
Dies alles wird jetzt durch diesen SPD-Entwurf ad absurdum geführt. Das heißt, bei der Fragestellung von maximal 25 Kindern pro Gruppe bedeutet das ab 26 Kindern die zweite Gruppe. Damit eine Vollfinanzierung. Herr Schmidt, ich bin jetzt nun Träger, und Träger sind nun einmal diejenigen, die das Beste wollen für ihre Einrichtung und für alle, die sie betreuen. Die lesen diesen Gesetzentwurf und sagen, minimal 15 Kinder. Ich gehe jetzt einmal von einer dreigruppigen Kindertagesstätte aus mit jeweils 25 Kindern pro Gruppe, 75 Kinder. Kann ich in Zukunft aus drei Gruppen fünf Gruppen machen? 15 Kinder. Ich kann an dieser Stelle den Fachkraftschlüssel von 6 Personen plus Ausfallzeiten auf 10 Personen plus Ausfallzeiten erhöhen. Ja, selbstverständlich kann ich das. Selbstverständlich kann ich nach diesem Gesetzentwurf dieses tun. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Fachkräfte bekomme. Ich weiß nur eines. Wenn ich als Land einer kommunalen Pflichtaufgabe einen Freibrief gebe, alles zu tun, was ich möchte, wird es letztendlich dazu führen, dass ich das tue. Das hat nichts mehr mit Qualität zu tun, und es hat nichts mehr mit der Fragestellung von Verantwortlichkeit zu tun. Und das, was mich die gesamte Zeit beschäftigt, seitdem ich den SPD-Gesetzentwurf gelesen habe, ist die Tatsache, alle Verantwortlichkeiten für die Fragestellung der Kinderbetreuung, die kommunale Pflichtaufgabe ist, wird verlagert von der kommunalen Seite aufs Land. Und diese Frage müssen wir ernsthaft diskutieren. Nein, nicht zwei Drittel. Weil Sie ziehen keine Grenze ein. Also, wenn wir die Statistik, und deswegen sage ich das noch einmal ein bisschen mit Zahlen, wenn wir die Statistik von 2015 zu Rate ziehen, ist die letzte reale Statistik 2,4 Milliarden € für die Kinderbetreuung. Herr Schmidt bestätigt diese Zahl. Dann bedeutet das bei zwei Dritteln 75%, 1,8 Millionen, davon 80%, 1,4 Milliarden, Entschuldigung, 1,4 Milliarden, ausschließlich Personalkosten. Herr Schmidt, Ihr Gesetzentwurf, den Sie vorlegen, zielt ausschließlich auf Personalkosten ab. 1,4 Milliarden Personalkosten, die das Land zu übernehmen hat. Das ist die Aussage, die Sie treffen. Sie geht aus von der Fragestellung 2015. Ich höre Ihnen gerne zu, aber vielleicht hören Sie mir auch so. Geht aus von der Fragestellung 2015. Status quo. Herr Rock hat die Entwicklung der Kindertagesstätten gezeigt. Das ist eine Entwicklung, die wir fördern. Von 2015 auf 2017, 18, 19 bis 22 wird es extrem steigen. Sie gehen dann noch von 20% Leitungsfreistellung aus plus der entsprechenden Gruppenfreistellung. Das bedeutet, dass diese 1,4 Milliarden, wenn wir von dem Status quo 2015 ausgehen, im Jahre 2022, so lange wirkt der Gesetzentwurf, um ein Vielfaches überzogen werden. Aber Sie gehen von Ihren Finanzierungsvorschlägen vom Status quo 2017 aus, und zwar unter dem Gesichtspunkt ungedeckter Schecks, nämlich der Frage des kommunalen also des Länderfinanzausgleichs. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen ist Ihnen abgelaufen. Ja, aber ich muss jetzt schon noch zwei Minuten sagen. An dieser Stelle wird sehr, sehr deutlich,
mit welchen ungedeckten Schecks Sie arbeiten im Hinblick auf die Fragestellung der Finanzierung Ihrer Vorstellung. Deswegen sage ich, in jeder Beziehung, und das werden wir auch noch morgen und übermorgen in den Diskussionen, die noch folgen, sehr deutlich darlegen, ist das, was Sie vorgelegt haben, ein Scheck, der ungedeckt ist. Es ist ein Versprechen, ist vielleicht auch ein Verbrechen, aber es ist ein Versprechen, um Menschen schlicht und einfach auf einen Weg zu führen, der vollkommen unrealistisch ist. Ich finde, das hat mit realistischer und realer Politik nichts zu tun. Insofern werden Sie auch damit umgehen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Merz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe jetzt so viel, ich muss wirklich sagen, ich habe so viel Unsinn gehört in diesen letzten Wortbeiträgen. Ich fange mal damit an, Herr Minister, herzlichen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, noch einmal hier zu sprechen. Und ich fange dann mal mit der Verwirrung, was Kosten und was Mehrbelastung des Haushalts ist, also mit den ernsthaften Fragen, die Sie auch aufgeworfen haben und die insbesondere Kollege Rock aufgeworfen hat. Also, erstens, der letzte verfügbare Stand, aber inklusive der gesamten Investitionskosten. Doch, natürlich ist es so, und der Stand Betriebskosten Kinderbetreuung Hessen ist 2,1 Milliarden. Ich darf Sie bitten, Herr Staatsminister, 2,1 Milliarden. Davon zwei Drittel. Es ist die Frage gestellt worden, warum zwei Drittel? Wir haben uns an Baden-Württemberg orientiert, das in den grün-roten Zeiten genau diese Regelung zugrunde gelegt hat für die Finanzierung U3, ausschließlich U3. Aber mit einer anderen Umsetzung im dortigen Finanzausgleichsgesetz. Aber zwei Drittel, das ist die Größe. Und weil wir wollen, Herr Minister und Herr Dr. Bartel, dass die Kommunen hier nicht nur in der operativen und juristischen Verantwortung, sondern auch in der finanziellen Verantwortung bleiben. Deswegen zwei Drittel und nicht vier Fünftel oder und vor allen Dingen nicht alles. Das ist schon wohl überlegt. Das habe ich hier auch schon oft erzählt. Also 2,1 Milliarden macht zwei Drittel davon sind 1,4. Das Land gibt zum Zeitpunkt 2015 460 Millionen € nach Ihren eigenen hier immer wieder vorgetragenen Bekundungen. Das macht eine Differenz von 960, wenn man den derzeitigen Stand der Zuwendung des Landes nimmt und zudem die Differenz berechnet zu dem, wo wir hinwollen, macht das 960 Millionen € am Ende des Jahres 2022, nämlich also in der Endausbaustufe. Dazwischen sind es weniger. So, das sind aber die Mehrkosten, die sich ergeben aus den Neuregelungen im Gesetz im Verhältnis zu dem, was derzeit die gesetzlichen Vorgaben sind. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ein Gesetzentwurf verlangt, nämlich eine Abschätzung der Mehrbelastungen des Haushalts. Und bei den Mehrbelastungen des Haushalts ist nicht nur das zugrunde zu legen, was es an Mehrkosten entsteht, sondern auch gegenläufige Wirkungen. Und wir haben zum Beispiel Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich, der sich daraus ergibt, dass wir die ganze Finanzierung der Kinder, der Kinderbetreuung aus dem kommunalen Finanzausgleich herausziehen. Nein, das ist auch nicht gut zu rechnen. Das will ich Ihnen gerne zugeben. Das ist nicht gut zu rechnen. Und insofern ist das eine Zahl, die stimmen kann. Das können aber auch 10, 20, 30 Millionen €. Das wird die Zukunft zeigen. Aber die Mehrkostenrechnung, Herr Kollege Boddenberg, ist ganz gut belastbar, aber sie ist dynamisch. Natürlich ist sie dynamisch. Das ist ja der Sinn und Zweck der Übung. So, jetzt zu der Frage, Kollege Rock.
wie das, und auch andere haben das gefragt, wie das gerechnet wird. Es ist relativ einfach. Wir kehren in der Tat, ja, und das haben wir sehr ausführlich mit uns selber und auch mit freien Trägern und mit kommunalen Vertretern diskutiert. Wir wollen zurückkehren zur gruppenbezogenen Betrachtungsweise. Und das bedeutet, wir haben die, weil wir den Fachkraftschlüssel selber nicht ändern. Ich bleibe jetzt einmal bei der Ü3-Gruppe, 1,75 Basisabdeckung Fachkräfte pro Gruppe. Darauf kommen 20% mittelbare pädagogische Zeiten. Darauf kommen 20% statt derzeit 15 Ausfallzeiten. Darauf käme dann eine Leitungsfreistellung derzeit von 5 Stunden pro Gruppe. Auch darüber übrigens, Kollegin Schott, haben wir lange diskutiert. Ich weiß, dass das ein kritischer Punkt war und aus meiner fachlichen Perspektive auch nach wie vor ist. Aber wir haben uns an dem orientiert, was wir gerade noch für machbar halten. Dann kommen Sie zu einem Tableau. Nehmen wir eine viergruppige Einrichtung. Das ist relativ einfach gerechnet, was Sie dann an Fachkraftstunden brauchen. Und zugrunde gelegt wird der Tarif, der jeweils gültige Tarifvertrag. Das heißt, der Träger macht seine Personalkosten, seine Personalbedarfsberechnung auf dieser Grundlage. Die ist ziemlich einfach. Und er macht dann eine Abrechnung unter Zugrundelegung des geltenden Tarifs in der geltenden Eingruppierung und in der geltenden Einstufung. Und das reicht da ein beim Land, und dann bekommt er die 82,5% der Personalkosten. Wie gesagt, das hatte ich in meiner Eingangsrede erwähnt, wir sind von den Betriebskosten weggegangen, weil man dann bei der Ermittlung des Sachkosten, Kollege Merz, die Redezeit ist zu Ende. Bei der Ermittlung der Sachkosten relativ komplizierte Verhandlungen mit den Kommunen und den freien Trägern hätte führen müssen und zu ziemlich schrägen Pauschalierungen hätte kommen müssen. Deswegen sind wir ausgewichen auf eine Regelung, die sich dann auf die Personalkosten konzentriert, weil das das Einfachste ist. Ich sehe der Anhörung und der weiteren Debatte mit großer Freude entgegen, weil ich jetzt schon im Vorfeld sehr viel Zustimmung zu diesem Grundansatz und auch zu vielen der konkreten Regelungen gehört habe. Wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Ja, Herr Kollege Merz, Frau Präsidentin, wir werden uns wiedersehen an den verschiedensten Stellen. Und wir werden an dieser Stelle nachfragen, welchen Manipulationen Ihr System Tür und Tor öffnet. Welchen Manipulationen Ihr System Tür und Tor öffnet. Nach wie vor sage ich mit aller Bewusstsein und mit aller Klarheit, Geld muss der Fragestellung der betreuten Kinder folgen. Das ist eine Entscheidung gewesen, die in diesem Landtag mit Mehrheit gefolgt worden ist. Nicht der Gruppe, sondern den betreuten Kindern folgen muss. An dieser Stelle werden wir uns auch wieder treffen. An dieser Stelle werden wir uns auch wieder treffen in der Fragestellung, welche Möglichkeiten Sie eröffnen im Hinblick auf die Fragestellung der Gestaltung von Finanzierungsströmen von kommunaler Seite zur Landesseite oder von Landesseite zu kommunaler Seite. Natürlich werden wir uns an dieser Stelle wieder treffen. Und wir werden dieses intensiv diskutieren. Und es bleibt an dieser Stelle ein Grundsatz. Und dieser Grundsatz trägt diese Landesregierung. Der Grundsatz ist die Betreuung und die Fragestellung von der Bedarfsplanung und zur Verfügungstellung von Plätzen für Kinderbetreuung ist kommunale Pflichtaufgabe. Kommunale Pflichtaufgabe. Ihr Gesetzentwurf verlagert diese Pflichtaufgabe von den Kommunen zum Land. Und diesen Weg gehen wir nicht mit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren zwar über Kindergartengebühren, aber wir sollten uns nicht benehmen wie in einem. Also bitte lassen Sie den Redner zu Wort kommen. Dazu ist das Thema auch viel zu wichtig, und es zeigt ja auch, wie intensiv hier gestritten wird um diese Uhrzeit, dass es tatsächlich eines der entscheidenden Themen wird, mit dem wir uns auch nächstes Jahr auseinandersetzen. Deshalb noch einmal mein Appell an die Kollegen der SPD.
das noch einmal ein bisschen deutlicher mit den Zahlen zu machen und auch versuchen, auf den neuesten Stand zu kommen. Wir haben heute schon 10% mehr Einrichtungen, als 2015 im Grunde gelegt worden ist. Sie haben eine massive Ausweitung des Personalschlüssels vorgesehen ab 2020. Einen verbindlichen Aufbau, der deutlich höhere Personalkosten nach sich zieht. Ich habe ja deutlich gemacht, dass ich das alles den Ansatz der Qualitätsverbesserung hier mittrage. Aber wenn wir uns über das Thema auseinandersetzen, müssen wir uns irgendwann einmal auch einigen, über welches Geld reden wir. Das ist ja auch für uns interessant. Auch wenn andere Gesetzentwürfe machen, müssen wir wissen, über welches Geld wir reden. Und Herr Schmidt hat ja reingerufen, KFA, KFA. Wenn ich das recht verstanden habe, haben Sie ja auch der Landesregierung vorgeworfen, dass die Hälfte dieser 310 Millionen €, die die Freistellung im Gesetz der von CDU und GRÜNEN ausmacht, Geld ist, was den Kommunen zusteht. Das haben Sie doch auch kritisiert. Also, es geht doch darum, dass wir tatsächlich als Land aus unseren Landesmitteln die Kommunen freistellen und nicht wieder dem KFA Geld entziehen über irgendwelche Umwege. Ich will es ja nur genau wissen, wie Sie es denken. Das will ich einmal verstehen an der Stelle. Und ich kann es noch einmal sagen, für die Zahlen, die wir im Land, die Zahlen, die uns heute vorliegen, dann sind für 2017 223 Millionen € vorgesehen für die 3- bis 6-Jährigen. Und das ist aus dem kommunalen Haushalt, den ich auch mit meinem kommunalen Mandat mitverantworte, 12% der realen Kosten. Das kann man exponieren. Und dann haben wir noch einmal hier stehen 175 Millionen € für die U3. Und bei U3 ist das, was das Land uns gibt, rund 25% der Kosten. Auch das kann man relativ einfach hochrechnen, um zu sagen, das ist jetzt für eine 20.000 Einwohnergemeinde aus dem Rhein-Main-Gebiet. Da gibt es im ländlichen Raum ein bisschen günstiger und in Frankfurt deutlich teurer. Also es gibt schon sozusagen einen Anhaltwert. Und wenn Sie da obendrauf noch einmal 20-25% mehr Personal packen, dann kann man grob schätzen, in welchen Dimensionen man rauskommt. Und da würde ich Sie schon noch einmal bitten, eine Antwort zu bringen. Das Zweite, was meine Frage war, auf die Sie nicht eingegangen sind, ist die Frage der Bereitstellung von Plätzen. Weil die Situation so ist, die kindbezogene Förderung sorgt dafür, dass die Plätze, die vorhanden sind, auch ausgeschöpft werden. Das ist ein positiver Nebeneffekt bei der Frage, wie kann ich Mittel am besten auf Kinder, kindbezogen Einrichtungen zuweisen. Wenn Sie den Trägern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, ob ich eine Gruppe mit 15 Kindern bestücke und betreuen kann oder 25, wird jeder Träger für sich entscheiden, eine geringere Zahl an Kindern zu betreuen. Und diesen Widerspruch sollten Sie auflösen. Es gibt auch eine Ausarbeitung des Landes über die Verfügbarkeit von Erziehern. Auch die Frage des Altersaustrittes von Erziehern, also Fachkräften, und der Frage, wie können wir das decken. Es gibt auch eine Prognose bei der Frage der Erzieher. Auch da kann ich nur sagen, aus der Realität heraus, der Besuche, die ich jetzt gemacht habe, gibt es Kindertagesstätten in Großstädten dieses Landes, die nicht in Betrieb gehen können mit allen Gruppen, weil die dort nicht in der Lage sind, ausreichend Erzieher zu gewinnen, obwohl sie sich schon sehr viel einfallen lassen, die in diese Großstadt zu ziehen. Das ist ein ganz großes Thema. Und wenn das nicht nur Theorie bleiben soll, was Sie in Ihr Gesetz geschrieben haben, muss auch dazu eine gewisse Antwort kommen. Also ich kann mir z.B. vorstellen, dass man den Seiteneinstieg besser fördert. Also haben wir verschiedene Projekte. Also wir sind an einer konstruktiven Debatte sehr interessiert. Und wir wollen uns in dieser Debatte auch auf Zahlen und Maßstäbe nach Möglichkeit verständigen, über die wir hier reden können, damit wir auch glaubwürdig nachher etwas umsetzen können. Weil ich glaube, jeder hat ein Interesse, dass das dann auch umsetzbar ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Herr Minister,
Ich bin schon ziemlich erstaunt, nachdem ich vorhin schon so deutlich an die Adresse von Herrn Dr. Bartel gesagt habe, dass die Unterstellung der Manipulation durch die Träger unserer Kitas wirklich komplett daneben ist, dass Sie es hier nicht unterlassen können, anschließend hier auch noch in die Bütt zu gehen und genau diesen Unfug noch einmal zu wiederholen. Ich finde tatsächlich, man sollte einen Brief an alle freien Träger in diesem Land schreiben und ihnen mitteilen, dass sie hier von einer Regierung geführt werden, die ihnen unterstellt, dass sie bei der erstbesten Gelegenheit manipulativ versuchen, sich Leistungen zu erschleichen. Ich finde das eine bodenlose Unverschämtheit, bodenlos. Und ich finde, wenn wir in einem Rechtsstaat leben, wovon ich immer noch ausgehe, dass es Menschen gibt, die betrügen werden, wird immer und überall so sein. Aber dafür haben wir eine Gesetzeslage, dass diese Menschen dann, das hat der Herr Minister hier gerade gesagt, es öffnet der Manipulation, dieser Gesetzentwurf öffnet der Manipulation durch die Träger Tür und Tor. Das hat er eben gesagt, das brauchen Sie ja nicht zu bestreiten, das kann man nachlesen. So, und dann kann man natürlich, wenn irgendjemand an irgendeiner Stelle betrügt, dann kann man natürlich den Rechtsweg gehen. Es wird immer und überall Versuche geben, Menschen zu betrügen, aber das dermaßen pauschal hier zu unterstellen, ist wirklich bodenlos. Und deswegen einen Entwurf abzutun, Sie tun den doch nur deshalb ab, Herr Minister, weil Ihr Entwurf, den Sie mal eben ganz kurz vor einer Wahl auf den Tisch gelegt haben, nachdem Sie vorher monatelang gesagt haben, das Ansinnen ist gegen jedes Interesse der Kinder und der Eltern in diesem Land. Das Ansinnen fördert die Reichen. Das Ansinnen ist schädlich für die Kinderbetreuung. Plötzlich zaubern Sie den kurz vor einer Wahl aus dem Säckel. So, und dann ist ja schon gewesen, war ja auch vor der Wahl. Und dann stellen die Kommunen fest, dass dieser ihrer Entwurf keiner ist, dem sie vorhaltlos Beifall klatschen können, sondern die Kommunen sagen, dieser Entwurf bringt uns in eine Situation, die für uns eine Zwangslage schafft, weil wir unter Druck gesetzt werden, mitmachen zu müssen, und weil wir teilweise gar nicht in der Lage sind, weil wir nämlich noch richtig Geld draufpacken müssen, weil der Verwaltungsaufwand größer statt kleiner wird und weil der uns mal gerade gar nichts hilft. Die Begeisterung, die ist vollkommen im Eimer bei den Kommunen. Stattdessen kommt der SPD-Entwurf daher und schafft für die Kommunen an der Stelle tatsächlich eine bessere Situation. Ja, und das kann Ihnen nicht gefallen, und deswegen versuchen Sie mit allen Mitteln hier komisches Zeug dazu zu erzählen. Das ist doch wirklich unwürdig an der Stelle. Und ja, natürlich haben wir ein Personalproblem in diesem Land, aber das haben wir schon seit Jahren, und seit Jahren wissen Sie, weil Sie den Auftrag, das zu erforschen, selber in Auftrag gegeben haben, dass wir bis zu 25% der jungen Erzieherinnen und Erzieher im ersten Jahr nach der Ausbildung verlieren. 5 Jahre quälen sich diese Menschen durch eine Ausbildung, die diesen Beruf ergreifen wollen. Und dann sagen die ihnen, zu diesen Arbeitsbedingungen kann man nicht verantwortungsbewusst arbeiten. Ich gehe lieber irgendwo in Supermarktregale einräumen. Das ist doch die Schande. Wenn wir die hätten aus den letzten Jahren, dann hätten wir mal knapp die Hälfte der Personalprobleme in unseren Kitas. Aber Sie schaffen es nicht, die Kommunen so auszustatten, dass Sie die Erzieherinnen und Erzieher anständig bezahlen können. Sie unterstützen keine Kampagne zur Aufwertung. Es bleibt alles, wie es ist, und dann wundern Sie sich am Ende und sagen, es ist doch alles so schrecklich, wir können die Personalschlüssel nicht verbessern, weil wir haben das Personal nicht. Nein, wir haben das Personal in den letzten Jahren gründlich verkrault. Hören Sie endlich damit auf. Als Nächster spricht Kollege Merz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also, mir gefällt das jetzt hier. Ich habe auch nichts mehr vor heute Abend. Das ist ja nicht meine Weihnachtsfeier. Und deswegen nehme ich gerne die Gelegenheit wahr, auf einige von den ernsthaften Fragen, die aufgeworfen sind, zu antworten. Herr Minister, ich habe Ihnen das schon oft gesagt, weil Sie immer und immer wieder sagen, Kinderbetreuung ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Ja, danke, das SGB VIII lesen kann ich auch selber. Und das habe ich auch gelesen, und Sie wissen das. Aber aus der Tatsache, dass jemand gesetzlich verantwortlich und operativ zuständig ist und auch bleiben soll, folgert nicht,
folgert nicht, dass er auch sozusagen für die ganze oder auch nur überwiegende Finanzierung der ganzen Chose verantwortlich ist. Das folgert daraus nicht. Wenn es so wäre, dann wäre die Regelung in Baden-Württemberg, ich erinnere, unter einem Ministerpräsidenten Kretschmann, Grüne, mit damals roter Beteiligung, für den Bereich, ja, die haben es aber nicht geändert, für den Bereich U3 getroffene Zweidrittelregelung, ja, im Grunde gesetzwidrig, wenn ich Ihrer Logik folge, die aber keine Logik ist, Herr Minister. Das ist ein non sequitur. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, das heißt, das schlussfolgert nicht logisch für die Juristen unter uns. Ich bin ja keiner. Zweitens, ja, der Länderfinanzausgleich Herr ist noch nicht in Kraft, aber er wird, Minister, doch, ich bitte um er, wird doch, er wird doch nach Lage der Dinge in Kraft treten, und Hessen wird davon profitieren. Und nicht mehr und nicht weniger haben wir gesagt, als dass wir diese Mittel ausschließlich, auch das habe ich von diesem Pult schon gesagt, ausschließlich für die Finanzierung unseres Vorschlags Kinderbetreuung heranziehen werden. Und Sie werden diesen Deckungsvorschlag von uns auch für nichts anderes mehr hören. Das habe ich aber im Sommer hier schon erklärt. Drittens. Ja, das Kita-Qualitätsgesetz des Bundes, von dem ich hoffe, dass es kommt, ist noch nicht auf dem Tisch. Und Sie wehren sich ja auch mit Händen und Füßen dagegen. Ich finde das nach wie vor nicht logisch. Und ich habe gewagt, darauf hinzuweisen, dass ich es nicht logisch und auch nicht zielführend finde, sich gegen ein Gesetz zu sperren, das einen Bewegungsspielraum lässt und einem gleichzeitig Geld des Bundes zur Verfügung stellt. Daraus jetzt sozusagen zu sagen, ich hätte daraus einen Finanzierungsvorschlag im Sinne eines Haushaltsantrags gemacht, ist wiederum logisch nicht zulässig. So, jetzt Gruppengröße. Ja, das ist ein Punkt, mit dem wir uns lange herumgeschlagen haben. Die Frage, wie man bei einer Rückkehr zu einer gruppenbezogenen Betrachtungsweise die Frage der Gruppengröße vernünftig regeln kann. Und ich gebe zu, dass ich insbesondere mit der Frage der Mindestgröße noch nicht am Ende der Überlegung bin. Ja, natürlich nicht. Aber wir haben einen Vorschlag gemacht, Herr Minister. Wir haben einen Vorschlag gemacht, und Sie werden noch erleben, dass Ihr Entwurf, den Sie ja wahrscheinlich geschrieben haben und den wir morgen diskutieren, dass der mehr als eine Änderung erleben wird. Das wäre auch dringend nötig, weil so ein Geschluder habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, also, darüber wird zu reden sein, und zwar in aller Ruhe. Ich will aber darauf hinweisen, dass die Gefahr, Herr Minister, ich schließe mich übrigens dem, was Kollegin Schott gesagt hat, zu der Unterstellung, es würde hier aller möglicher Unterschleif getrieben, diesen Bemerkungen schließe ich mich an. Aber in den Zeiten, wo wir tatsächlich eine Platzknappheit haben und wo der öffentliche Träger der Jugendhilfe für den Bereich Kindertagesstätten, also die Städten und Gemeinden, diesen Rechtsanspruch garantieren müssen, möchte ich die Kommune sehen und auch den freien Träger, dem eine Kommune das gestattet, seine Gruppen systematisch unterauszulasten bei 15. Wenn man sich einklagen kann auf Plätze, Herr Minister, es ist vollkommen unrealistisch, die Annahme, von der Sie hier ausgehen. Vorletzter Punkt. Fachkräfte. Ja, das ist ein Problem. Auch damit haben wir uns herumgeschlagen. Meine vorläufige Antwort, Herr Rock, ist die. Und sie geht auch in die Richtung, was Kollegin Schott hier angesprochen hat. Wir verlieren im Moment eine ganze Menge Kräfte in Teilzeit oder durch Nichtwiedereintritt in den Dienst nach Elternzeit und alles Mögliche. Ich bin fest überzeugt, dass man mindestens dieses abstellen könnte oder teilweise abstellen könnte, wenn man die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen, übrigens auch ihre Gehaltsbedingungen, was damit möglich ist, dass wir den Kommunen Luft verschaffen. Möglicher wird zumindest als das derzeit der Fall ist, dass, wenn dieser Beruf attraktiver wird, es dann auch gelingt, da hier einen Riegel vorzuschieben, Punkt 1, und dass es dann auch gelingen kann, mehr junge Leute für diesen Beruf zu begeistern, insbesondere auch Kollege junge Merz, Männer. Bitte kommen Sie zum Schluss. Und das ist die vorläufige Antwort darauf. Danke schön. Das Wort hat Kollege Bocklet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe in einem alten Wortprotokoll, und viele von Ihnen werden sich erinnern, an den Wortbeitrag von Kollegen Merz, der einmal sagte,
mit Zahlen habe ich es nicht so, hat er einmal gesagt. Das ist, glaube ich, gerade vor einigen Wochen erst gewesen. Ich glaube, wir alle können das heute bestätigen. Herr Merz als Urheber dieses Gesetzes hat es nicht so mit Zahlen. Und, es bleiben doch zwei Fragen offen. Bei allem Geschwurbel bleibt doch eine Frage unbeantwortet. Wie hat er das jetzt genannt? Wie hat er das jetzt genannt? Dahingeschluderter Gesetzentwurf. Vor einem Jahr hat die SPD einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Freistellung der von Beiträgen im zweiten und dritten Kindergartenjahr forderte in 5 Stunden und nur mit 120 statt 136 €. Wie geschludert waren Sie eigentlich noch vor einem Jahr, muss man fragen. Offensichtlich haben Sie vor einem Jahr die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Was ist eigentlich innerhalb von einem Jahr passiert, dass das, was Sie vor einem Jahr noch schlechter gefordert haben, dass das jetzt von den Regierungskoalitionen verbessert vorgelegt wird, dass das plötzlich geschludert sein soll? Wie kommen Sie eigentlich dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ich sage Ihnen das. Ich habe auch eine Antwort drauf. Weil Sie merken, dass, wenn es bestimmte politische Probleme in diesem Land gibt, die diese Regierungskoalition annimmt, ob es Schulsozialarbeit ist, ob es die Erhöhung des Sozialbudgets auf 118 Millionen €, ob es bei der Schulpolitik die Fragen des Sozialindexes und vieles anderes ist. Wenn ein gelöstes politisches Problem ist, ist für Sie ein verlorenes Wahlkampfthema. Und deswegen müssen Sie. Und deswegen, wissen Sie, was mich am meisten enttäuscht, ist, dass es von der Linkspartei sind wir das gewohnt, dass es völlig wurscht ist, was die Sache kostet. Die Linkspartei hat schon immer die Gelddruckmaschine im Keller gehabt. Aber dass die SPD jetzt wirklich nur noch in Milliardenbeträgen umhertaumelt, und ich habe ja noch eine Minute, Milliardenbeträgen, 1 Milliarde Erhöhung KFA-Mittel. 1 Milliarde mindestens, konservativ geschätzt, aber Herr Merz hat es ja nicht so mit Zahlen. 1 Milliarde für die gebührenfreien Kitas, 500 Millionen für Wohnungsbau, 240 Millionen für die Hessenkasse, 240 Millionen Erhöhung der Besoldung, 230 Millionen, weil Sie die Grunderwerbsteuer ablehnen, 80 Millionen, das ist ja schon kleingedruckt, das befasse ich mich nicht mehr. Wir sind weit über 3 Milliarden, weit über 3 Milliarden Euro. Und zwar schon das, das muss man sich jetzt noch einmal zu Gemüte führen, dass Sie dieses tatsächlich vor die Bevölkerung treten wollen und sagen, bei einem Ausgabenvolumen des Hessischen Landeshaushalts von 30 Milliarden €. Es ist mir völlig wurscht. Es wird schon irgendwie gehen. Es kommt halt irgendwie aus dem Haushalt. Das ist doch der Verlust jeglicher Seriosität. Das ist eine finanzpolitische Geisterfahrt. Wissen Sie, ich bin jetzt im zehnten Jahr Sozialpolitiker, und ich habe wirklich fast um jeden einzelnen Euro gerungen, um die Erhöhung. Und es waren Millionenbeträge, und die waren schon schmerzhaft, die zu erkämpfen. Und ich werde auch, und meine Fraktion und die Regierungskoalition, wir werden weiter dafür kämpfen, dass dieses Land sozialer und gerechter wird. Da stehen wir Seit an Seit. Aber wir werden uns nicht darauf einlassen. Aber wir werden uns nicht darauf einlassen, auf diesen Wettbewerb von finanzpolitischer Geisterfahrt nur noch Milliarden zu fordern, egal woher es auch immer kommt. Sie nimmt niemand mehr ernst. Sie übertreiben maßlos und merken es nicht einmal mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Können Sie bitte noch einen Moment zuhören, ohne dass ich so schreien muss? Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die erste Lesung zum Gesetzentwurf
der SPD-Fraktion 54/67 aus 19 abgehalten. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur zweiten Lesung in den SIA. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Kommen Sie gut erholt morgen früh wieder. Ich schließe die Sitzung. Ach ja, du. Irgendwas davon.